Viele Menschen riskieren ihr Leben in der Hoffnung, in einem anderen Land bessere Bedingungen vorzufinden. So auch die Bewohner einer der größten Migrantensiedlungen Lateinamerikas im Norden Kolumbiens. Direkt neben einer sandigen Landebahn leben fast 13.000 Menschen. Die meisten stammen aus dem benachbarten Venezuela. Doch statt der erhofften besseren Standards leben sie in selbstgebauten Baracken, ohne sauberes Wasser, meist als Tagelöhner. Hinzu kommen regelmäßige Überschwemmungen. Die Bewohner fordern daher, dass Kolumbien ihre Siedlung legalisiert. Doch das ist nicht so einfach, wie unsere Korrespondentin Nicole Ries berichtet. Bretterverschläge, notdürftig mit Plastikplanen und Karton abgedeckt. Und doch das Zuhause für viele tausend Menschen am Rande von Maicao, einer kolumbianischen Gemeinde, direkt an der Grenze zu Venezuela. Hier wohnt auch Elsa Maribel, seit sie vor 5 Jahren ihre Heimat Venezuela verlassen hat. Auch wenn hier in der illegal errichteten Siedlung alles provisorisch ist, war es für die 5-köpfige Familie die bessere Wahl. Ich war in ein diabetisches Koma gefallen und wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Doch es gab keine Medizin, nirgendwo. Mein Mann arbeitet damals auf dem Bau als Elektriker. Er hatte eine gute Arbeit und sorgte dafür, dass wir jede Woche zu essen hatten. Doch dann verlor er alles und andere Arbeit gab es nicht. In Kolumbien wird Elsa Maribel nun medizinisch behandelt. Doch ihre Situation ist weiterhin schwierig, denn auch hier steigen die Preise und Arbeit gibt es wenig. Die meisten Familien, die sich entlang dieser ehemaligen Landebahn niedergelassen haben, haben kaum genug zu essen. La Pista ist eine von 54 illegalen Siedlungen hier in der Gegend. Schätzungsweise 13.000 Menschen leben hier und es sind oft die Ärmsten der Armen. Die, die es sich leisten können, ziehen weiter in andere Städte Kolumbiens oder sogar in Richtung USA. Sie warten auf ein besseres Leben. Vor allem die Kinder brauchen Unterstützung für die Zukunft. Vor Ort helfen private Initiativen und die Vereinten Nationen, versäumten Schulstoff aufzuholen. Außerdem bekommen sie eine Mahlzeit, für die Eltern ein Gewinn. Das ist es, was mir hier Kraft gibt. Die Kinder können zur Schule gehen. Wären wir in Venezuela, könnten sie das nicht. Manchmal würde ich gerne zurückgehen, aber ich bleibe. Deswegen. Ihretwegen. Wie auch die anderen dutzenden Siedlungen entstand La Pista ohne eine Baugenehmigung. Auf dem Weg in ihr notdürftiges Zuhause treibt die dreifache Mutter daher vor allem eine Sorge um. Dass sie uns rausschmeißen. Der Bürgermeister von Maicao sagt, es gäbe keine Räumungsabsichten. Doch bald sind Regionalwahlen. Andere Politiker könnten ans Ruder kommen und die Entscheidung revidieren. Die UN arbeitet daher an Plänen für eine Genehmigung. Die Legalisierung ist ein erster Schritt. Die Menschen haben dann Anspruch auf Rechtshilfe, ein Abwassersystem, fließendes Wasser, Sanitäranlagen, Strom. Das würde helfen, dass die Menschen hier in Würde leben könnten. Eine Stunde von Maicao entfernt im Norden liegt Uribia. Diese Gemeinde wurde bereits legalisiert. Die Menschen haben das Recht zu bleiben und haben bereits angefangen, reguläre Häuser zu bauen. Besonders stolz sind sie auf ihre neue Schule. Maria Virginia Palacio kam vor Jahren selbst als Migrantin in die damals noch illegale Siedlung, um der Wirtschaftskrise Venezuelas zu entkommen. Nun arbeitet sie hier als Lehrerin. Die Legalisierung hat den Leuten hier richtig Hoffnung gegeben, weil die Situation nun stabil ist. Alles darf bleiben, auch diese Schule. Wie so oft bei solchen Dingen war es am Anfang schwierig. Aber inzwischen sehen wir Fortschritte. Stück für Stück kommen die Verbesserungen. Vielleicht ist das irgendwann auch in Maicao möglich. Für die dort so leidgeprüften Einwohner aller Widrigkeiten zum Trotz.